Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorerst wünsche ich euch allen ein frohes, neues und gesundes Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ja, ich soweit schon. Ich wollte euch gerne unsere aufgebrauchten Produkte aus dem Monat Dezember zeigen. Ja, das Jahr ist jetzt rum und ich habe schon wieder im Anfang letzten Januar in der ersten Woche schon wieder einiges aufgebraucht und ich brauche Platz. Daher zeige ich euch jetzt die Sachen. Fangen wir mit unspektakulären Dingen an. Einmal von Carefree die Super, die Plus Long Slip Einlagen mit frischem Duft. Ja, ich kaufe momentan die vom Rossmann, die gefallen mir irgendwie ja besser, kann ich jetzt auch nicht sagen. Die mochte ich auch wiederum gerne, nur im Sommer haben die nicht im Slip gehalten vom Schwitzen. Und bei den Rossmann ist es jetzt etwas besser, aber so gut halten die nämlich auch nicht. Also wenn die im Angebot wären, würde ich mir natürlich die kaufen. Und wenn die im Rossmann die vom Rossmann im Angebot sind, dann kaufe ich mir die auch. Also eigentlich kann ich nicht sagen, dass die schlechter sind oder so. Je nachdem, ich schmeiße jetzt die Sachen runter. Wundert euch nicht, wenn es blumst. Dann habe ich, weiß jetzt nicht von was das ist. Ist das vom, ich weiß es nicht, vom Netto? Nee, doch, kann Netto, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die sind vom Netto. Die Schmutzradierer sind wie alle eigentlich. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die schlechter sind wie die vom DM. Aber bevorzugterweise kaufe ich die vom DM. Dann haben wir von Sanft und Sicher ein feuchtes Toilettenpapier aufgebraucht in der Retro-Edition Splish und Splash. Das hat schön fruchtig, frisch gerochen, mochte ich vom Duft her und die Tücher sind sowieso gut. Kaufen wir auch alles Mögliche an LEs ein. Machen wir mal hier erstmal mit den unspektakulären Sachen. Von Always Twist and Flex, Flexible, Ultranormal, Binden mit Flügeln. Habe ich noch welche da, weil meine Mama hat ja ausrangiert und die brauche ich jetzt nach und nach auf. Dann ist mal ein Raumduft leer geworden, das war vom DM. Irgendwas mit Kokos, Limette oder irgendwas. Ich weiß nicht, das roch jetzt nicht so spektakulär und man hat es im Flur hier überhaupt nicht wahrgenommen, obwohl der Flur recht klein ist und würde ich auch so gar nicht mehr nachkaufen, wenn dann eher die Stäbchen als diese Teile, weil irgendwie bringen die gar nichts. Weiß nicht, riecht nach nichts, finde ich. Dann haben wir noch mal was an Raumduft von Aldi, Nachfüllpack Apfelzimt. Das war jetzt so ein Plastikteilchen mit der Duftflüssigkeit und hier waren die Stäbchen und ja. Habe ich auch hier oben jetzt im Flur stehen und man nimmt es auch überhaupt nicht wahr. Und ja, eigentlich sind die Sachen recht gut vom Aldi. Mag ich die Raumduftteilchen, aber irgendwie nimmt man den Duft nicht wahr. Vielleicht, weil es einfach schon älter ist. Dann habe ich auch vom Aldi einen Raumduft, auch Bratapfel oder Apfelzimt. Stand im Bad bei uns. Hat man auch überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Wiederum, solche Duftstecker nimmt man irgendwie sogar bis ins Schlafzimmer geht, weil Schlafzimmer ist neben Bad und das habe ich auf die leichteste Stufe eigentlich eingestellt und das ist so intensiv. Das ist Pinie und Zimt aus dem Action, dieses Öl, Klaköni da, was man in die Steckdose reinmacht und ja, das habe ich im Bad, weil im Bad sind die Katzenklos und ja,
wenn die mal aufs Klo gehen, dann riecht es halt nicht so gut. Und sprühen wollte ich jetzt auch nicht. Und da habe ich auf der leichten Stufe, aber ich tue es auch aus der Steckdose raus. Also permanent haben wir das auch nicht aufgrund der Katzen. Und ich habe noch jetzt neue gekauft, zwei Sorten, zeige ich euch in dem Haul. Und ja, Moment. Kein Video ohne eine Niesattacke. Also, das Zeug ist vom Action und ist sehr intensiv. Zum Teil riecht es nach Essen, finde ich irgendwie, wie so Maggi oder ähnliches. Und würde ich jetzt nicht mehr nachkaufen. Aber es soll bis zu 90 Tagen halten. Ja, ein Flakon ist jetzt nur noch so viel, aber finde ich ganz gut. Was haben wir denn noch? Von Dali, die Kernseife, hatte ich jetzt hier drei Stück. Nehme ich immer zum Pinselwaschen, fahre ich immer gut. Die werden immer schön sauber und habe jetzt keine neue auf Vorrat, glaube ich. Ich habe normale Seife, die ich dann dafür auch brauchen werde und zum Teil und ja, würde ich immer wieder nachkaufen. Dann habe ich einmal OB Extra Protect aufgebraucht, 36 Stück. Ultimative Auslaufschutz mit diesen Flügelchen hier. Habe ich auch immer im Haus, benutze ich ja sehr selten wegen der Menstruationstassen, die mag ich lieber. Dann ist einiges leer geworden. So. Dann sind Allzwecktücher leer geworden mit Lemon and Lime Duft vom Action. Ja, Natural Household Wipes, 100% Viskose, 60 Stück ohne Plastik, Recycle, Packaging vegan und auf pflanzlicher Basis. Also das Zeug hat nach Klo gestunken, nach Chlorreiniger. Mochte ich irgendwie nicht wirklich. Also waren nicht meine Lieblingstücher. Dann habe ich von Passell 10 Ultrabinden für die Nacht aufgebraucht mit Flügeln. Die waren vollkommen in Ordnung. Würde ich immer wieder nachkaufen. Habe ich auch noch welche da. Dann habe ich von Yesa Nature eine waschbare Binde für die Nacht mir gekauft, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Habe sie nur gewaschen und wollte die Verpackung loswerden. Ja, habe ich jetzt noch nicht getestet, weil ich die einfach für die Nacht nur benutzen wollte, wenn die Tage halt nicht so stark sind, weil ich habe ja die Tasse immer noch. Dann von Biofinity torische Linsen. Sind wieder leer geworden, neue sind schon da, werden immer wieder bestellt und kommen mir keine anderen Experimente. Mache ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. So viel ist es gar nicht, aber es ist schon ein bisschen, also es ist nicht so viel, aber es ist schon einiges, sagen wir es mal so. Von VisioMax die Kombilösung super, habe ich auch immer wieder da. Sind alles so Nachkaufsachen, gell? Dann vom Action die Intimpflegetücher. Habe ich auch für gewisse Tage im Monat und für zwischendurch. Ich wasche oder dusche mich, aber wenn man mal unterwegs ist oder wenn es mal schnell gehen muss, dann nehme ich mal die. Sind gut, brennen nicht, sind nicht seifig im Gefühl. Sind sehr mild und hier. Dann haben wir Toilettenpapier umgefüllt. Wir kaufen ja immer das von Sanft und Sicher. Drei Lagen Toilettenpapier Classic, 20 Rollen, 220 Blatt. Ja, das tun wir immer. Mein Lieblingspapier.
Ist aber auch ganz schön teuer geworden, von circa 6 Euro oder 5 Euro sonst. Und jetzt kostet es schon 8 Euro. Also ich weiß jetzt nicht. Klopapier ist anscheinend, ja, ist hoch im Kurs, ne? Also es wird alles teurer, aber ich finde 8 Euro für Papier, Klopapier, ich weiß nicht. Dann haben wir noch von Sanft und Sicher das feuchte Toilettenpapier aufgebraucht von der Shea Love Edition. Die waren toll und ich weiß nicht, ob ich noch ein Päckchen da habe, aber die kommen ja jedes Jahr immer wieder rein. Habe ich jetzt schon ein zweites Mal und will ich immer wieder nachkaufen. Ja, ganz schön viele Tücher leer geworden. Dann von Balea Softe Reinigungstücher von der Limited Edition mit den Rosis. Voll die hübsche Verpackung. Die Tücher haben auch voll lecker geduftet. Ich habe sie aber nur für mein Schminktisch benutzt, also immer für Swatches und mir morgens beim Schminken dann die Finger sauber zu machen. Haben schön fruchtig und ein bisschen blumig gerochen. Mochte ich total. Würde ich mir sogar nachkaufen, aber ich will ja dann auf Mikrofasertücher umsteigen und möchte mir eigentlich so Reinigungstücher gar nicht mehr besorgen. Vielleicht ab und zu mal ein Päckchen, aber sonst eher nicht. Dann von Head and Shoulders hat Schatzi aufgebraucht Man Ultra Old Spice Edition. Hat er aus Polen, gibt es leider bei uns nicht, aber das verträgt er am allerbesten. Wir haben noch ein paar Backups, aber auch nicht mehr so viele. Dann ist von VisioMax die Kochsalzlösung leer geworden. Habe ich auch noch, also beziehungsweise wieder im Vorrat, liebe ich über alles. Befeuchtet auch schön die Kontaktlinsen und die reißen dann auch nicht und der Belag beziehungsweise der Film geht auch gut weg. Dann habe ich von Balea von einer uralten Edition Viva Cuba mit Limetten- und Hibiskusduft aufgebraucht. Mochte ich nicht. Den Duft mochte ich einfach nicht, aber ich habe ihn aufgebraucht. Ich habe es auch nicht als Raumspray. Ja, ich weiß nicht. Der roch nach Limette, kann ich nicht sagen. Hibiskus weiß ich nicht. Es riecht fruchtig, blumig irgendwie. Ganz seltsam. Also ich mochte ihn nicht. Er hat mir auch zum Teil im Hals gekratzt. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber früher war ich noch auf dem Trip. Ich muss alle LE-Sachen haben und ja, da hatte ich noch das und bin froh, dass ich es aufbrauchen konnte. Ich habe es glatt durchgezogen, ne? Dann habe ich von hier Tage ohne Chemie eine Menstruationstasse mir geholt. 12 Stunden Schutz in der Größe L. Also ich habe ja die von Always, die sind ja aus dem Sortiment gegangen und ich bereue zutiefst, dass ich mir die große nicht noch eins oder zweimal gekauft habe. Die kleinen habe ich mir zweimal gekauft, beziehungsweise die habe ich glaube ich drei oder viermal da, aber die große einmal und ich benutze eigentlich nur die große. Mit den kleinen komme ich überhaupt nicht zurecht. Das reicht für mich überhaupt nicht. Und das ist Größe L und ich dachte, das wird genauso groß sein wie das andere. Das ist genauso klein wie die, also ist genauso groß wie die kleine von Always. Ja, jetzt habe ich noch eine kleine. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer großen Tasse. Ich habe eine jetzt beim Rossmann gefunden eigentlich. Das war auch Größe L und da stand Originalgröße. Ich habe mich aber nicht getraut, die zu kaufen. Jo, was soll ich dazu sagen? Dann habe ich noch von VisioMax eine kleine Kochsalzlösung aufgebraucht, 100 Milliliter. Die habe ich immer in meinem Arbeitsrucksack und ja, brauche ich auch immer wieder mal, wenn die Linsen mal anlaufen oder ein bisschen pieksen, dann ja, das halt für die Arbeit, auch durch die Maske und so. Ist ja immer so trocken, meine Augen immer so trocken. Dann von Febreze habe ich ein Duftdepot. Nachfüller hat auch nach so Bratapfel Winterzauber geduftet, Limited Edition. Auch uralt hatte ich in meinem Zimmer stehen, also Schminkzimmer. Und ja, habe ich auch noch ein paar da von den Dingern, also verschiedene Düfte. Und momentan brauche ich erstmal alles so an Raumduft auf, was ich habe. Ich versuche nichts mehr zu kaufen. Und ich hoffe, dass es klappt. Dann hat mir meine Freundin Kathi
das Azura-Puder zum Geburtstag in meinem Geburtstagspäckchen geschickt. Ich habe noch nicht Geburtstag gehabt, aber ich habe es in meine Dose umgefüllt, weil das andere eigentlich leer war und habe praktisch das jetzt umgefüllt. Also ist das leer und das andere lasse ich als voll sozusagen gelten. Ich liebe den Duft, ich liebe die Wirkung, ich mag dieses Gefühl. Ich schwitze nicht, wenn ich es benutze. Und für die Falten, irgendwo, wo man schwitzt, unter Brust, an der Achsel, nach Rasur, intim, Leisten, Kniekehlen. Als Gesichtspuder kann man es nehmen, habe ich gehört, habe ich noch nicht versucht. Also für alles eigentlich. Und große Liebe wird immer wieder nachgekauft. Ich habe noch ein Babypuder, das muss ich jetzt irgendwie da untermischen, glaube ich, sonst werde ich nie aufbrauchen. Dann habe ich von Balea ein Cremebad aufgebraucht, Mango und Hibiskusblüte mit traumhaftem Schaum. Die machen immer Schaum, kleiner Preis und sind in Ordnung. Falls man was nicht Schaum macht, kann man sich die Dinger da reinkippen. Da kaufe ich auch immer alles Mögliche nach. Es hat wirklich nach Mango geduftet. Hat mir sehr gut gefallen. Also mochte ich sehr, 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 sehr. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Mango da oder irgendwas anderes. Rose, Vanille, irgendwie so habe ich noch. Vorerst werden die nicht nachgekauft. Mir gefallen aber auch nicht alle Düfte. Aber für den Schaum kann man das mal kaufen. Dann von Rival de Loop, Clean and Care, ölhaltige Augen-Make-up-Entferner, jeder Hauttyp, Gingo und Aloe Vera, wasserfestes Make-up. Ich habe noch 3 Flaschen davon. Ich weiß, dass viele den mögen. Ich kann den nur für meine Liquid Lipsticks nehmen zum Entfernen. Für die Augen kann ich ihn nicht nehmen, der hinterlässt einen öligen Film. Ich habe am nächsten Tag die ganzen Kontaktlinsen eingeschmiert und ja, sehe dann nicht richtig. Und der Ölfilm geht auch aus meinen Augen nicht wirklich raus. Das dauert Wochen, Tage, bis das komplett rausgeht, bis ich keinen Ölfilm mehr auf der Linse habe. Deswegen auch kann ich die nicht benutzen. Also ich habe noch 3 Stück. Ich werde versuchen, sie ja zum Entfernen der Liquid Lipsticks zu nehmen. Ansonsten, wer die haben möchte, wer irgendwas tauschen möchte für die Dinger, kann sich gerne melden. Und ja, ich habe sie damals gekauft als Backups, weil damals, was heißt damals? Das hört sich an wie vor 10 Jahren, aber als das ist jetzt noch die ältere Version. Es gibt jetzt eine neuere, aber die werde ich auch nicht mal ausprobieren. Da habe ich mir im Angebot 3 oder 4 gekauft und ja, somit bin ich jetzt auf den Dingern sitzen geblieben. Ich wusste noch nicht, dass das so ein Ölfilm auf den Kontaktlinsen lässt. Dann habe ich was Polnisches von Bilenda, ein Essenz, Verjüngerungs, Feuchtigkeitsmizellen Liquid ist das. 0% Farbstoffe, Parabene, SLS und was weiß ich. 24 Stunden Feuchtigkeit für Gesicht, Augen und Hals. Für Mischhaut und empfindliche Haut. Ich habe es nur für meinen Augen-Make-up genommen. Ich habe ja von Kolossal, von Maybelline, diese, wie heißen diese? Boom? Curve? Keine Ahnung, wie heißt diese Wimperntusche? Diese Bounce, glaube ich, heißt die, genau, Bounce. Diese in der weißen mit so gelb Verpackung, die so globig ist. Und viele sagen, die kriegen, also viele erzählen, dass sie das Make-up gar nicht, also die Wimpern gar nicht richtig sauber bekommen. Und das hat es eigentlich ganz gut entfernt, ohne die Augen zu reizen. Und hat nicht gebrannt, hat keinen Film hinterlassen, hat keinen irgendwie Augenausfluss gemacht oder sowas. Also würde ich nach Polen fahren oder würde ich das irgendwo sehen zum Bestellen, würde ich mir das echt, also ich würde es mir nochmal nachkaufen. Ich würde mir auch davon ein Bild machen, weil ich das echt vertragen habe. Also meine Augen sind sehr empfindlich und mögen auch nicht alle Reinigungsmittel. Dann habe ich von Altera, das ging auch eigentlich recht, naja, zügig ist übertrieben. Ich habe es in meinem Septemberurlaub, hatte ich mitgenommen.
3 Monate reicht mir so ein kleiner Scheißer. Ja, fällt mir natürlich aus der Hand, was auch sonst. Ja, Gesichtswasser Bio Pink Grapefruit für jede Haut, Upcyclings, Fruchtextrakt und bla bla blubs. Ich mochte den Duft nicht. Ich mag kein Grapefruit einfach. Ich werde auch mir nichts mehr mit Grapefruit, glaube ich, kaufen. Also das war noch grenzwertig. Es war noch nicht so schlimm. Aber es gibt bessere Gesichtswässerchen. Das war nicht mein Favorite. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Dann von Balea ein Schaumbad. Magic is in the air mit verwöhnenden Lavendel-Dufterlebnis. Und das war auch lavendelig. Das war vom letzten Adventskalender. Habe ich mir das ins Bad. Schaumbad. Ist ja auch Schaumbad. Habe ich mir ins Badewasser reingetan. So wie das ist noch von, weiß ich nicht, vor vier Jahren. Ich glaube, danach kam noch ein anderes. Ich glaube, danach kam das hier. Da ist das schon das Neue. Ich weiß schon gar nicht mehr, weil ich habe mir das... Ja, es scheint noch neu zu sein. Der andere ist... Naja, egal. Ich glaube, das war das von den Neueren. Was habe ich denn jetzt eigentlich erzählt? Genau, also das andere ist... Nee, Quatsch, gar nicht. Das hier. Balea Duschpeeling. Das war kein Peeling. Ich habe das auch ins Badewasser einfach reingekippt. Das war nicht schrubbelig genug, es war zu sanft, es hat auch mich nicht so gut geduftet. Ich mochte den Duft irgendwie auch überhaupt nicht. Weil das ist, glaube ich, von vor 3 oder 4 Jahren sogar. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 von den kleinen Dingern, von den ganzen Adventskalendern noch gefunden. Beziehungsweise beim Aufräumen einfach in der Ecke gehabt. Doch, das war nicht schlecht. Das hat mir doch vom Duft gefallen. Das war in Ordnung. Irgendeins hat mir aber nicht gefallen. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das... Ne, das riecht nach Orange und Zimt. Das war ein Schaumbad. Habe ich mir auch ins Badewasser reingekippt. Da habe ich, glaube ich, das und das vom Peeling habe ich einfach alles zusammengeschmissen. Weil, was soll der Geiz? Und Shampoo, das war auch von 3, 4 Jahren vom Adventskalender. So wird Zeit, das aufzubrauchen. Ich habe das Gefühl, von diesen ganzen Sachen kriege ich irgendwie Juckreiz auf der Kopfhaut. Ich habe sonst keine Probleme mit Shampoos, aber wenn ich die Dinger benutze, juckt es mich immer mal hier, mal da. Also ich weiß nicht. Ne, das roch nach Vanille. Steht aber nicht, aber riecht nach Vanille. Hat eigentlich gut geduftet, aber ich mochte das Shampoo nicht. Ich hatte immer das Gefühl, meine Haare fetten davon extremst nach. Hier habe ich auch eine Balea Verwöhnmaske Magic Winter mit Jasmin und Chai-Tee. Ich mochte den Geruch. Habe ich als Nachtcreme verwendet. Habe ich mir großzügig und schön dick aufs Gesicht aufgetragen und ja. Somit gut aufgebraucht. Dann hatte ich von Balea wärmende Gesichtsmaske, Lovely Moments mit Salicyl und Zink. Ist ein bisschen suppelig hier. Ja, so gewärmt hat die jetzt auch nicht, aber war okay. Habe ich immer entweder vom Spätdienst gemacht oder an einem freien Tag und war in Ordnung. Als Wellness-Moment fand ich nicht schlecht. Jo, dann hatte ich von Alverde noch einen Kaffeescrub in meinem Schränkchen gefunden. Das habe ich geliebt. Es macht natürlich ein bisschen Sauerei, aber es riecht voll geil nach Kaffee. Oder es hat nach Kaffee gerochen. Leider gibt es das nicht mehr im Sortiment. Ich werde mir aber selber so ein Kaffeepeeling basteln. Entweder mit Salz oder mit Zucker und mit Kokosöl, also irgendwas werde ich mir basteln. Ein Gläschen habe ich mir schon geholt und das habe ich geliebt. Immer wenn man dann im Bad, also ich habe in der Badewanne gelegen und das hat geduftet, als hätte einer frischen Kaffee aufgebrüht.
Und Schatzi kam dann auch ins Bad und hat dann auch immer gesagt, oh, hier riecht so gut nach Kaffee. Also das war toll. War, glaube ich, meine zweite schon Dose. Leider habe ich keine mehr. Ich traue dem echt extremst hinterher. Ich weiß, dass manche das nicht mochten, aber ich liebe es. Oder ich habe es geliebt, sagen wir es mal so. Dann habe ich von Bijou das Lovely Candy Deo aufgebraucht. Habe ich mir bereits auch wieder nachgekauft. Das riecht so gut nach Marshmallow und bisschen so süßlicher Bonbonduft. Liebe ich total und habe ich mir nachgekauft. Mache ich auch selten, dass ich Deos nachkaufe. So, jetzt kommen wir noch zu ganz vielen Sachets. Dann von Balea das Duschpeeling Magic is in the Air. Also, das ist vom letzten Adventskalender mit Duftkomposition aus Vanille, Kokos und Pistazie. Und das ist auch mit Meersalz und Kokosöl. Und das war so toll. Ich habe es so geliebt. Der Duft war einmalig. Also, wer Vanille mag, gell, für den ist das was. Und das hat so schön süßlich wie so Vanillezucker gerochen. Also, große Liebe. Ich hätte gern hunderte von den Dingern, ey. Richtig, richtig toll. So, dann hatte ich noch Augenpads gemacht. Aber auch nur zwei Stück. Von Balea, von dieser Chocolate Dream LE. Einmal die mit Kakaobutter und Mandelöl. Das waren die dunklen und die hellen waren mit Vanilleextrakt und Kakaobutter, die braunen, also die mit dunkler Schokolade, sage ich jetzt einfach, die hatten so einen muffigen Schokoduft, das mochte ich überhaupt nicht. Ich mag keinen muffigen Schokoduft. Die Pads sind in Ordnung, so wie alle Balea, die liebe ich eigentlich, aber der Duft war ein bisschen öh. Zum Glück hat man nicht so viel davon gerochen, aber als ich das aus der Verpackung entnommen habe und habe es mir hier so unterlegt, da habe ich den Duft dann schon wahrgenommen. Ich habe noch welche von meiner Freundin Kathi geschenkt bekommen. Da freue ich mich auch sehr drüber, aber an sich würde ich mir die nicht mehr kaufen, zumindest die dunkle nicht, weil sie so extrem nach dieser muffigen Schokolade riechen. Dann hatte ich aus dem Tauschpäckchen von Rival, ja von Rossmann, eine Augenmaske gehabt. Die habe ich zwei Sachets oder eins habe ich aufgebraucht, weil ich habe das nur als Dreier jetzt so geschickt bekommen und die anderen zwei habe ich in ein kleines Gläschen umgefüllt. Für meine Beine werde ich das benutzen, weil als ich das, also ich bin, es hat lang gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, dass ich immer, als ich aufgewacht bin, voll die verklebten Augen hatte. So richtig, als hätte ich eine Augenentzündung. Oder als hätte man so, ja, als hätte man eine Augenentzündung oder irgendwie, weiß nicht, so verrieben und dann, ne, so ein bisschen, ja, wie wenn man morgens aufwacht und man hat der Schmodder an den Augen. Und so war das jeden Morgen. Ich hatte total hier die verklebten Wimpern und lauter ja, verklebte Augen, das sah aus und ich habe gedacht, sag mal, was ist das denn? Ich habe doch keine Augenentzündung, bis ich dahinter gekommen bin, dass es an dieser Maske gelegen hat. Die ist mir sowas von in die Augen gekrochen, ich habe das gar nicht gemerkt. Es hat mich auch nicht gebrannt, aber als ich sie weggelassen habe, war das weg. Also habe ich nicht so gut vertragen, deswegen für die Beine. Dann hat Schatzi gebadet in alter Pharma mit Rücken und Schulter. Meeressalzbad mit Wacholder, Wintergrün und Ingwer. Und ich liebe dieses Bad, das ist einer meiner Lieblinge vom Rossmann. Und ich finde, man merkt irgendwie den Effekt beim Baden und er mag es auch. Und ja, würden wir immer wieder nachkaufen, aber haben wir noch einige an Rückenbädern da. Dann hat Schatzi nochmal gebadet in Kneippmann, Badekristalle, Nature Feeling in mit Pinie, Büffelgras und Islandmoos. Hat auch gut geduftet. Und wer meine Videos schon kennt, der weiß, dass immer wieder diese Tütchen ja, hier drinnen vorkommen und das ist sein Lieblingsbadezusatz. Und da haben wir auch noch einige da, weil im Angebot habe ich
ganz viele mitgebracht und da hat er sich sehr darüber gefreut. Dann hatte ich zu Weihnachten von Mama Isana Schaumbad, Schneebär mit winterlichen Duft nach Lavendel und Vitamin E. Ja, hat ein bisschen geschäumt, war ein flüssiges Bad und war okay, aber man hat den Duft überhaupt dann nicht mehr wahrgenommen. Nur kurz in dem Sachet und in der Badewanne dann nicht mehr. Würde ich mir dann nicht mehr nachkaufen, aber süß war es trotzdem als Geschenk. Jo, dann Beta sind alle. Jetzt kommen noch mal ein paar Masken. Ups, und Proben. Wir haben es gleich geschafft. So, dann hatte ich auch im Tauschpaket von Shavens Limited Edition Clean and Care Maske 2 in 1 mit Shea Butter, Süßholz und Fenchelextrakt. Die ist zwar schwarz, aber ich mag die total, diese Crememaske. 15 Minuten Einwirkzeit und Reste mit warmem Wasser abwaschen und bei Bedarf täglich. Ich habe, glaube ich, noch ein paar von denen auch so und die mag ich gern, würde ich immer wieder nachkaufen. Dann hatte ich eine auch vom Tauschpaket, Shavens Aktivkohle Peel-Off Maske. Ich mag keine Peel-Off Masken. Ich habe mir vorgenommen, alle aufzubrauchen, die ich habe. Und ich werde nie wieder eine Peel-Off Maske kaufen, außer ich kriege sie mal geschickt in einem Paket oder so. Dann ist es mal in Ordnung. Aber ich mag sie nicht. Ich finde, das tut weh. Es enthaart das ganze Gesicht. Ist ja schön. Dann entzündet sich, finde ich, manchmal die Haut, also zumindest bei mir. Ich kriege dann voll die kleinen weißen Pickel und ich weiß nicht, also ob das der Sinn davon ist. Und ich finde, es bringt nichts. Es zieht mir weder irgendwie die Mitesser aus der Nase, es trocknet die Haut aus. Ich weiß nicht, ich mag sie nicht und würde mir keine mehr nachkaufen, außer es ist der Shit irgendwie von der Maske. Dann Isana Silber Glamour, auch von der Limited Edition. Ich habe gehört, die sollen so gut sein. Ich habe schon die grüne und ich habe, glaube ich, noch eine goldene und eine pinke. Also ich habe von denen bestimmt noch ein paar Stück und die habe ich auch aus dem Tauschpaket. Es sah schon fancy aus, aber ich mag sie einfach nicht. Dann hatte ich auch im Tauschpaket von Luvos, waren das mit Heilerde, naturreine Heilerde und mit Seefenchel habe ich 2 Stück von denen aufgebraucht. Habe ich mir auch, kann man ja schön abwaschen. Habe ich mir schön vom Spätdienst eine rein drauf gemacht und fand ich klasse. Und ja, die mag ich. Ich mag immer so gern so Geschichten mit Tonerde, die man dann mit warmem Wasser abwäscht oder so. Das liebe ich total. Dann von Lavera, das ist auch noch vom letzten Jahr, hatte ich noch eine. Die habe ich aber noch nicht aufgebraucht. Eine Glow Mask, Sweet Morning, habe ich auch morgens dann immer vorm Frühstück mit drauf gemacht und habe es dann einziehen lassen. Und fand ich klasse. War auch zum Abwaschen. Hat fruchtig gerochen und hat ganz schönes Hautgefühl gemacht. Also die würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Fand ich klasse, aber gibt es leider nicht im Standardsortiment. Dann habe ich ein paar Proben aufgebraucht. Einmal von Avon eine straffende Hydrocreme für die Nacht. Die war okay. Ich glaube, ich habe keine mehr von denen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Kann sein, dass ich noch eine habe. War in Ordnung, würde ich mir aber auch nicht nachkaufen. Dann hatte ich eine Azulen Balsam Facial Balm, die Marke von Dr. Eckstein. Das war furchtbar. Hat ausgesehen wie so eine Tonerde. Hat auch so gerochen und das hat, finde ich, also es hat gebrannt auf meiner Haut. Jetzt nicht so schlimm, aber war unangenehm. Dann habe ich ein paar Make-up-Proben leer gemacht. Unter anderem von L'Oreal Age Re-Perfect. Die war mir viel zu dunkel, aber ich konnte sie Gott sei Dank mit einer helleren Foundation mischen. Hat schön ausgesehen, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen.
glaube ich. Zumindest nicht in dieser. Ich glaube, die gibt es auch eh nicht. Die war ein bisschen älter. Dann habe ich von Estee Lauder habe ich auch eine Double Wear Nude Nupsula. In der 3N1 Ivory Beige. Und die war mir auch minimal zu dunkel. Aber die hat sehr hübsch ausgesehen. Also würde mir auf jeden Fall von denen eine anschauen und zulegen, wenn ich nicht noch so viele hätte. Also die steht auf der Liste. Die werde ich mir bestimmt nachkaufen. Weil die hat so ein schönes Hautbild gemacht. Einfach, es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig. Es hat abgedeckt, was abdecken sollte und sah einfach schön aus. Da habe ich von meiner Freundin Kathi von Valentino ein Make-up. Das hat auch schön ausgesehen. Das war, oh, jetzt habe ich einen Krampf in meinem Daumen. Ich kriege den Daumen nicht rum. In der LA2. Und die Farbe war perfekt, fast perfekt. Hier ist es dunkler, die dunkeln ja eh immer nach, aber die war klasse. Also die hat mir auch gefallen. Könnte ich mir auch vorstellen, nachzukaufen. Dann habe ich hier so ein Spray-Dingens hier aussortiert, weil der Papa sowieso schon nicht mehr klebt und den kannst du eh nicht mehr kleben. Und wir haben das eh nicht im Klo stehen. Ich habe ja die Stiftstecker oder ich habe so ein, was man selber nochmal drückt, habe ich mir extra zugelegt. Und dann habe ich einen uralten Schatz aufgebraucht von Garnier. Damals stand noch Jade, Skin Naturals Jade, Total Komfort. Eine reichhaltige Tagescreme Anti-Spannungsgefühl. Die hat so einen leichten Honigduft, aber die war noch top in Schuss und ich habe noch die Nachtcreme davon. Die wurde bis zum letzten ausgekratzt. Also wie ihr seht, es ist wie fast frisch gespült. Habe ich alles aufgebraucht. Mochte ich sehr und ich freue mich schon auf die Nachtpflege, dass ich die noch benutzen kann, bevor die endgültig ihren Geist aufgibt. Eigentlich ist es schon verboten, mir das ins Gesicht zu schmieren, aber die war noch in Ordnung. Und dann habe ich noch drei, habe ich hier nichts mehr? Nein. Da habe ich noch drei dekorative Produkte und zwar einmal von Catrice, der Eyebrow Filler, ein Gel, das ist schon total abgegraben, das ist schon noch von den allerersten, was die rausgebracht haben, hatte ich ein Tauschpäckchen von der lieben Mrs. Bambina, das hat noch so ein Bürstchen, riesengroß für die Augenbrauen, aber es hat gemacht, was es wollte, hier, kann man schön bürsten, war nicht schlecht. Und ja, habe ich auch den Stopper auch rausgeholt, rausgemacht. Da habe ich alles ausgekratzt bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Und dann sind zwei Mascaren leer geworden. Einmal die Paradise Ecstatic von L'Oréal. Ich würde sie mir nochmal nachkaufen, weil ich davon nicht mehr so viel hatte. Die ist mich ein bisschen noch vertrocknet. Am Anfang war die richtig feucht und dann wurde sie immer trockener. Und ja, war in Ordnung. Würde ich mir aber nochmal nachkaufen, um nochmal mir meine Meinung zu bilden. Dann von Too Faced Better Than Sex hatte ich auch noch die Mascara. Die habe ich von der lieben Steffi mal im Päckchen bekommen, als ich was abgekauft hatte und die Bürste, die hat auch voll die schönen Wimpern gemacht und alles, aber letztendlich ja, kommt da keine Farbe mehr an meine Wimpern, kaum noch und somit ist sie aufgebraucht. Ich finde die Packung ist halt so krass schwer und die Farbe, aber ich habe die noch von Benefit, die ich so gern mag, die Bad Girl, glaube ich, heißt sie und ja, meine Colossal Bounce, die liebe ich auch momentan total. Und ich habe noch so viel Wimperntuschen. Also bis jetzt, ich gehe jetzt alle Wimperntuschen durch, die gehen. Also alles, was da ist, wird alles aufgebraucht. Ja, ich habe mir vorgenommen, einfach durch alle Mascaren durchzugehen, die ich habe. Und was schon eingetrocknet ist, kommt weg. Was ich nicht mag, kommt weg. Und ja, manche funktionieren einfach auch nicht, gell? Jo, meine Lieben, ihr habt es geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Ich würde mich ebenfalls über ein Abo freuen und aktiviert gerne das Glöckchen, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.